Willkommen zurück, ihr Panserianerinnen. Heute präsentieren wir euch Folgendes, und zwar den Premium 8er der Japaner, hier den STA-2. Gespielt wird dieser Panzer von Keith Schille. Kennen wir ja alle, der hat immer Fanboys, also das sind so Gegner, die auf ihn zufahren, ohne zu schießen, nur damit er die abschießen kann. Ja, das sind dann so angenehme Spieler. Er ist im Platoon mit rechter Hand unterstrich Gottes, der seine Su 130 PM ausfährt. Sie sind auf der Karte mal in Ofka, mal nicht in Ofka. Hatten wir ja erst hier T-37, ne? Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis, um einen Gagner-Fahrt zu zerstören. 9er-Gefecht, 5-9er, 10-8er. Und wie er sich hier anstellt, schauen wir uns mal gemeinsam an. Auf geht's! Genau. So, gibt Scouts hier. T-92 sehe ich. Badget AP könnte auch noch spotten. Ja, erstmal versuchen hier wegzukommen, ne? So, Gagner Team hat eine Badget 12 Tonne und. Ja, T55A nicht gerade. Der Super Scout hier. Wo ist denn der T92? Ah, der ist schon drüben. Ja, leck mir Morsch. Das ging ins Auge. Centurion 5-1. Nee. Sehr schön. So, wenn keiner spotten will, dann macht sie Kitschelle. Da, ISO offen. Pass bloß auf, der Killshot. Ja, hallo, ohne Aimen, ohne alles. Ne? Die ISO nur geschrien, hier. Kitschelle, hier bin ich, mach mal bitte. Ah, Blindschüsse in den Scoutbusch. STA-1. Skorpion. So, nochmal einen hinterher. Der hat sicher getroffen. So, Badger 12 Tonne. Kann nur in diesem Busch stehen, oder? Aber du gehst nicht auf. Nee, wo steht denn der? Hä? Hast du gar keinen sechsten Sinn? Müssen wir gleich mal drauf achten. Doch. Wie ging das denn gerade? Der Skorpion wusste, wo er steht? Okay. Ja, das ging ins Auge. Hier, genau, wollte ich gerade sagen. Pass auf. Ne, der Skorpion weiß, wo du bist. Das läuft doch bei dem schon wieder. So. No Wasserkamp. Ja, das sind immer... Dinge, die wir lesen wollen hier. Bassekamp. Badger 12, da ist sie doch. Jetzt hat er ihn gespottet. Und komm, 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 oder? Jawohl, sehr schön. So, Gagner Scout ist Moose. Dein Scout auch. Hier, Karottentier, ne? No Bassekamp. Ja, da ist wohl nichts mehr, ne? STA-1, Skorpion. Typ 4 schwer ist auf dem Weg zum Hill. Kam da gerade ein Schuss von rechts? Bin ja gespannt. Doch aufgegangen, ja. Der Skorpion steht noch da. Mit Schere in dem Fall. Aufpassen. Denk dran, der Skorpion weiß, wo du bist. Diesmal nicht aufgegangen. Okay. War zu hoch. Am Hill sieht es langsam schwierig aus. Vor allem, was das Coole ist, keine Arti. In dem einen Replay hier mit dem T-37 von Johnny hatten wir drei Stück. Wieder auf dem Skorpion stand da. 157 Schaden. Bin ja gespannt, was nachher rauskommt. Wie viel von deinen Blindshots getroffen haben. Ich denke ja, dass sie ganz schnell aufs TS gegangen sind und gesagt haben, du, wir stehen da hinten, schieß mal bitte auf uns. Ja, das sind die Uwe-Fanboys immer.
schön schnieben jetzt auf A3. Der Typ 4 schwer wird nicht mehr, oh nee, jetzt echt nicht mehr lange aufhalten können. Hier Konki. Wo ging der Schuss denn hin? Ne, nee, das wird nichts mehr. So, während du da fährst, gehen wir kurz auf die Mumpeln ein hier, ne? 212 Durchschlag, 240er Alpha-Schaden bei 90 mm. Mit Herd hätten wir 275 Durchschlag, 240er Alpha. Und Höhe 45 Durchschlag, 320er Alpha-Schaden. AMX Fuffi 120. Das Karottentier spottet. Defender T55A. So, AMX, du darfst so ein bisschen. Jawohl, sehr schön. Der ging voll durch die Panzerung, ne? Nicht halb, sondern voll hier, ganz, ne? Voll, obervoll. So, hier. Auf Kette. Das ist egal. Das war gewollt, auf Kette. Jetzt nochmal auf Kette. Ne, doch nicht. 400 HP hat er noch. Sehr schöner Schuss, Karottentier. Defender. Haben wir nicht mal als hier SDA. Und Mensch, da hast du Heat geladen. Kettenschuss, nice. Für den Defender und schießt jetzt damit auf den SDA. So, ich würde aufpassen für die Dicken. Er ist eh schon am Nachladen unten, sieht man. So, komm, but. So 130 und dann hat man eine Heat geladen. Oh, was für eine Verschwendung, ne? So, Centurion 1. Sehr schöner Hit. Wieder auf AP umgeladen. T34, jawohl. Schöner Treffer. So, 50 Tanko Polsko kommt, aufpassen. Hat noch volle 76 AP. Nee. Killshot läuft nicht, Uwe. Das 268, das wird schwierig. Ah, ist unten, okay. Seitlich. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wieder umgeladen auf AP, das finde ich gut. Ne, die Herdmumpeln nur benutzen für die Panzer, die man braucht. Da war doch gerade der STA. Wo ist denn der? Komm zurück hier. Uwe ist das hier. Kitschele, hallo. Da müsst ihr doch hinfahren und schreien. Hier bin ich. Oh, hier. Da, guckst du. Hier, Centurion, ne? Guckt ganz woanders hin. Hat schon die ganze Zeit von der Stelle kassiert. Schöner Treffer. Wieder mit AP. Ah, oben Kommandantenkuppel wird schwierig. Defender hier, Object. Komm nochmal hoch. Darf's ruhig seitlich hoch, genau. Ist da eine Leiche? Die vom Centurion, oder wie? Ist da eine Leiche? Hört sich auch komisch an, ne? Ist da ein Wrack? Schöner Hit. So, TD-Mission hat er anscheinend oben offen, ne? Schaden an TDs machen. Oder irgendwie zählt oben? Nee, komplett zählt. Okay, cool. Ich habe ein bisschen oben auf die Aufgabe geguckt, was er hat. Ich bin auch gerade bei so einer Aufgabe, da muss ich ganz viel Schaden an TDs machen. Oh, schöner Hit, rechte Hand Gottes. So, 2249 Schaden ermöglicht, 2276 fabriziert. Da gab es einen Blindshot. So, der Hill, da dürfte keiner mehr sein, außer die Skorpions haben sich mal ein bisschen Mut gekauft und sind da hochgefahren. So, jetzt aber hier. Der Skorpion steht da immer noch, ey. Aber der ist noch Full HP. Hoffentlich hast du vorhin was blind getroffen. Schauen wir uns wieder bei der ausgewerteten Werte an. Jojo. Mim Defender. Löwe, halt dich zurück. 10 zu 7. So, 105 HP hat er noch. Und jetzt komm. Jawohl, sehr schön.
Dead Meat, okay. Ne, denk daran, ich finde Spielernamen immer cool. Jetzt nicht so hier Warrior, Killer und was gibt's noch hier? Ganz viel Rommel. Ne, sondern so Six Amoleft, sechs Mumpeln hat er noch, das Karottentier. Das reicht. Das kriegst du hin. So, die Gegner haben noch eine Su 130 PM, eine IS-3 und zwei Skorpions. Wobei bei einem Skorpion müssen wir aufpassen. Na, Uwe denkt daran, der mag dich nicht. So, nicht aufgegangen. Sehr gut. Abwarten. So, haben die sich verzogen auf K0 wieder, ne? Der 112er steht immer noch in der Base und der Skorpion auch. Bewachen die Basis, ne? Also diesen grünen Fleck auf D2. Oh oh. Gerade gezögert. Ich hoffe, das war kein Fehler. Nein, sehr schön. Wo steht dieser Skorpion? Oder ist das die Su? Skorpion. Der 112er und Skorpion in der Basis haben sich jetzt dazu entschlossen, Händchen halten auf die Basis aufzupassen. Warte, 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 warte. Uwe, komm doch. Och, Menno, hau doch nicht ab. Ne, da rutscht runter. Pass auf. Aber jetzt aber hier, komm. Wir wollen was sehen. Ne. Ja, Uwe zeigt uns das nochmal, dass man da nicht so hoch kommt. Ah, ein Versuch noch. Na komm. Nee. Alle guten Dinge sind drei. Uwe, sorry, ich muss mir gerade echt das Lachen verkneifen. So, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er auf dem Berg hier. Guck mal. Die IS-3. Wo ist denn der? Ein Stück weiter runter oder wie? Ah, da ist ein Stein. Stimmt. Oh, pass auf. Sehr schön, er nimmt die Erhöhung als Deckung bei diesen ganzen TDs. Und? Ew. Jawohl. Hier, Bloodkiller 9153. Sehr schön gemacht. Mal immer noch den Hügel hier ausnutzen als Deckung. Ah, hier, der ist offen. Jawohl. Ein noch. So, 17 Mumpeln haben wir noch übrig. Das ist der Skorpion. Ich glaube, du bist offen. Jawohl. Ja, das war jetzt mal ein schnelles Tschüss. Ne, da links triffst du da. Aufpassen, aufpassen, er zielt auf dich. Der Auftrag haben wir erfüllt, welchen auch immer. Ja. 15-9. Ne, gewonnen. GG, schreibt da unten der Löwe. Ne? GG. So, wir haben 3072 Damage fabriziert, 3833 ermöglicht. Das heißt, wir merken uns mal ganz kurz die 3072. Und dann gucken wir, ob da irgendwas an Blindschaden kam. Ja, 300 knapp, ne? Also 250 nochmal dazu. Also ein Schuss hat blind getroffen. Ist natürlich schön. So, und was sehen wir hier? Zweite Gunmark. Ne, ein Mainz, dann dreimal Kleinkram, eine Anleihe, dann hier Konfederate, ne, den meisten Schaden über 300 Meter Entfernung gemacht. Und ja, das ganze Spiel hat er Folgendes gemacht. Ein Panzer geubootet und der war wichtig, hier die Badger 12 Tonner. 3833 Schaden ermöglicht, 5 Module zerschissen, 3329 Schaden selbst fabriziert und 2 Panzer zurück in die Garage geschickt. Mit diesem Schaden ist er ganz knapp nicht an erster Stelle hier, Karottentier, warnt. 5098 Schaden. Ne, an Kreditos gab es 200.918
Weil er hat hier Origini oder wie das heißt, auf Vorrat gekauft. Ne? Sehr schön, dann ist ja Weihnachtsbooster hier gewesen. Da macht man den persönlichen noch an, vielleicht noch einen vom Clan und dann rappelt es hier Kreditos. So, an Erfahrung gab es 6.434 und 146 Freierfahrung. Kitschelle, danke dir fürs Einsenden. Euch fürs Zuschauen. Denkt daran, ich wünsche euch wie immer viel Erfolg in World of Tanks, nur das beste RNG und verbleibe mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.